Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 3. Ich könnte mir nicht vorstellen, sowas zu essen. Ja, was auch immer er da meint. Vorab erstmal ein bisschen Informationen verreckt. Wie ihr sicherlich schon merkt, bin ich verfrüht aus meinem Urlaub zurück. Lag einfach darin, dass man Segelfliegen nicht so bei scheiß Wetter machen kann. Und das Wetter ist ja momentan nur wirklich nicht so das Beste. Also habe ich mir gesagt, gut, höre ich früher auf und da bin ich. So. Nächstes Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der letzten Aufnahme gemacht habe. Es ist ein Monat lang her, länger sogar, dass ich Morrowind aufgenommen habe. Und von daher, schaue jetzt erstmal ins Questbuch. Okay, Sujama in der Höhle in der Nähe der Geisterpforte. Okay, was war nochmal mit Relstenim? Ach genau, Relstenim war der in der komischen Höhle, daran kann ich mich noch erinnern. Das heißt, wir müssen jetzt zur Geisterpforte. Bedeutet, wir müssen nach Aldrun. Ihr seid gebildet. Mir gefällt jetzt das. Ach ne, Eva jetzt. Oh Gott. Ich muss auch wieder in die Steuerung reinkommen. Ne, Moment, das ist falsch. Das ist richtig. Was ist hier? Wolfenhalle? Nee. Magiergelder hätte ich gern. Kaiserlicher Schrein. Magiergilde. Gut, wir werden mal gucken, ob wir die Duni-Reihe-Höhlen finden. Ich hoffe es doch. Wie soll denn etwas benötigen? Bitte so spreche ich euch gerne helfen. Oh Gott, ey, das ist jetzt nicht mit E, sondern mit Leertaste. Ich bin so an die Skyrim-Steuerung gewöhnt. Ich habe es doch noch ein bisschen angezockt. Und wir werden das auch irgendwann nochmal neu aufnehmen, das Skyrim-Let's Play. Also, ich denke, ich werde da mal die alten Videos löschen, weil irgendwie sind die nicht so das Wahre. Egal, aber wir sind jetzt in Morrowind und Morrowind ist ein tolles Spiel. Und es dauert auch gar nicht mehr mal so lange, glaube ich. So viel war hier nicht mehr zu tun. Also wenn wir jetzt die Gilde fertig haben, stehen ja noch... Was haben wir denn schon gemacht? Oh Gott, jetzt müsste ich mal grad... Ich glaube, dann fehlt noch der kaiserliche Kult, die Morak-Tong und die Magier-Gilde. Das ist es dann, glaube ich. So... Hordrossal, Dagat-Ur, Geisterpforte. Gut, Geisterpforte ist irgendwo in der Richtung. Dann gehen wir mal. Da ist schon wieder so ein geliebter Klippenläufer. Oh, oh, der hat uns entdeckt und oh, ich hasse die Viecher. Und ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger auf YouTube. Aber das ist nun mal ein Aschensturm, da können wir nichts dran machen. Aber der wird auch irgendwann wieder aufhören. Ach, F muss man drücken und nicht die Angriffstaste, das geht hier noch gar nicht. Oh. Und anders als Daggerfall ist es auch. Ich habe ja gestern Daggerfall aufgenommen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, einfach mal reingucken. Ist ganz witzig. Wer Retro-Flair mag, es hat einen ziemlich großen Retro-Flair. Zu vergleichen mit zum Beispiel den alten Might and Magic Teilen, wer es noch kennt. Doch, doch. Hat einen Flair für mich. Auch typisches Elder Scrolls Flair. Und. Da ist die Geisterpforte. Ich werde jetzt mal reingehen und pennen, weil ich würde dann doch schon gern bei guten Bedingungen diese Höhle suchen. Zumal das wahrscheinlich wieder was dauert. Wie ich mich kenne, ja, ich kann ja hier drin einfach warten, ne? 6 Uhr morgens. Ach, 15 Stunden waren jetzt zu viel, scheiße. Na, da muss ich auch wieder dran gewöhnen, dass ich, jetzt haben wir 10 Uhr abends und warten wir mal 13 Stunden. Dann haben wir 11 Uhr morgens. In der Hoffnung, dass es keinen Aschensturm gibt. Okay. Oh, stumpfe Waffe, 99 Punkte, cool. Oh, irgendwo lebt noch was, ey. Da oben ist noch einer. Aber der Aschensturm hat aufgehört. Okay, wir sind bei der Geisterpforte. Wo soll das jetzt sein? Das soll... die südöstlich der Geisterpforte. Zwischen irgendwelchen Foyaden liegen. Jetzt gucken wir auf die Map. Süden, Osten... Ich nehme an, das ist eine Foyada und das hier ist eine Foyada. Das heißt, irgendwo da.
Gehen wir erstmal in den Krater da rein. Und das machen wir eben mit einem... Hatte ich einen Levitationszauber auf den Schnelltasten? Hatte ich nicht, okay. Schade. Gott. Na gut, da werden wir schon wieder reinkommen. Ich werde es auch versuchen, wieder öfter Morrowind zu bringen. Weil es ja dann doch irgendwie mein liebstes Projekt ist. Sind das die Dunirei-Höhlen? Nein, natürlich nicht. Oh, da ist das Drecksvieh, ey. Zwei blöde Drecksviecher. Und die Titelmelodie setzt ein. Schade, das war's dann auch schon wieder. Diese Drecksviecher. Alter, wie viele sind das denn wieder? Oh, das ist so nervig. Okay, hier irgendwo der Foyada. Irgendwo müssen diese Dunirei-Höhlen ja sein. Da unten, das könnten sie sein. Da stehen zumindest Menschen. Da sind sie auch schon. Cool. Das war einfach. Ah, ich springe die ganze Zeit, weil ich denke, dass ich mit E da rein kann. Habt ihr mir etwas zu sagen? Wir suchen Nelaka. Okay, der ist wirklich in der Höhle drin. Ah, Leiche beseitigen. Gut, das ging erstaunlich einfach, muss ich sagen. Dann suchen wir mal Nelaka. Oh Gott. Haltet euch vom Ärger fern. Ah, ist eine Vulkanglasmine. Also, wer Vulkanglas sucht. Es sind generell um den Roten Weg, um den Roten Berg viele Minen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Aber wo ist denn jetzt der Nelaka? Bist du Nelaka? Ne, du bist Volanaro. Du könntest Nelaka sein. Tsujama. Ihr seid sicher der Bote, den die Kriegerin mit einer frischen Ladung Tsujama geschickt hat. Habt ihr also das Tsujama? Ja klar. Gut, die Minenarbeiter werden erfreut sein, etwas frisches Tsujama zu haben. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum jemand dieses üble Zeug überhaupt trinken möchte. Ich selbst bevorzuge Walenwaldwein. Das wäre übrigens eine super Sache, wenn das nächste Elder Scrolls in Walenwald spielen kann würde. Kann ich euch irgendwie helfen? Nee, du kannst mir nicht helfen. Nun, das ist mal gute Gesellschaft. Habt ihr diese Lieferung schon zu den Dunirei-Höhlen gebracht? Es ist wichtig, dass sie dort ankommt. Gute Arbeit, Kandidat IP. Hier sind 500 Draken als Entschädigung für euren Ärger. Das ist das Beste, was ich für diese Art Auftrag tun kann. Okay, Beförderung. Gibt's eine? Talente bemerkt wird Hingabe. Okay. Befehle. Ich habe einen Auftrag zu vergeben. Einen weiteren Forscher des Kreisverfehls zu sein. Ich brauche jemanden, der Sohn Dale von Chimerne eskortieren kann. Geht nach Telacero, was zwischen Suran und dem Schlickschreiterhafen nahe Molagmar liegt. Sprecht mit Sondale von Chimerne, um sie durch Telacero zu eskortieren. Ihr fehlt Lariena Macrinas Erfahrung, also wird sie wahrscheinlich auch größeren Schutz benötigen. Ja, genau, Lariena war ja irgendwie... War das mit der Dwemer-Ruine das? Ich glaube schon. Okay, zwischen Suran und Molagmar. Kann ich hier pennen? Oder ist das ein Verbrechen? Ich darf hier pennen, cool. Dann haben wir nicht wieder mal ein bisschen Mana. Und ich will die ganze Zeit springen, das ist furchtbar. Ich hoffe, dass ich das schnell wieder rauskriege. Dieses Springen, weil das geht ja gar nicht. Also das will ich euch nicht antun. Ah, da war mal. Eine unerwartete, aber nicht unangenehme Überraschung. Bitte fahrt fort. Das ist wirklich furchtbar. Gut, Ich grüße euch. Und ich werde auch mal versuchen, dass wir heute dann die Aufträge von Hundi erstmal durchkriegen. So lange dauert die Kriegergilde nämlich auch nicht mehr. Und ich würde einfach sagen, dass wir nach der Kriege direkt die Magiergilde machen, damit wir alle drei Gilden schon mal abgeschlossen haben. Ich meine, Liebesgilde haben wir ja schon. Boah, dann fehlt wirklich nur noch kaiserlicher Kult und Mördergilde und ich... Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Würde... Na, ich weiß noch nicht, was ich als letzte Gilde mache. Ob das der kaiserliche Kult wird oder die Mördergilde. Mal schauen, aber... So, wir sind in Suran. Und wo ist jetzt Molagmar?
Ach, Telacero ist sogar eingezeichnet. Cool. Nice. Oh, schöner Himmel. Telacero müsste direkt vor uns liegen. Ach, das ist eine Festung. Na, toll. Na gut, gehen wir nochmal in eine Festung. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Ich kann mir nur schönere Sachen vorstellen. Ich weiß nicht, ich persönlich mag diese Dunmer Festung jetzt nicht so. Nachricht von Sondale. Scheint sicher zu sein. Ich sehe mich mal um. Okay. Ach Quatsch, jetzt habe ich Levitation aus Versehen gemacht. Oh ja, das ist ja extrem sicher hier, ne? Gott, jetzt erstmal orientieren. Da ist ein Weg und hier ist eine Höhle. Wir gehen erstmal hier lang. Hier haben wir Lava und rote Kerzen und viel zu dunkel. Okay, hier ist nichts. Gut. Die da oben, die... Ah, sind jetzt runtergekommen. Dann geht es hier lang. Wir haben einen Aschensklaven. Geht's hier lang? Sind Steine. Ich wollte die gerade nehmen wie Eisenbarren in Dings, in Skyrim, weil die so aussehen. Oh, du bist böse, du bist böse, du bist böse, du bist böse. Hier haben wir ein Skelett. Irgendeine Kiste. Ich habe jetzt keine Lust zu öffnen. Ist wahrscheinlich eh nichts Gutes drin. Da geht's hoch. Ich vermute, da kommen wir einfach zu diesem Vorsprung. Jawohl. Ja, genau, da waren wir ja eben. Das heißt, es geht nur weiter hier, in die untere Ebene. Ja, okay. Da vorne scheinen wir auch schon den Schrein zu haben, ist also nichts Großes zum Glück. Hier haben wir eine massive Holz. Was ist hier drin? Ihr werdet unendlich leiden. Ein Träumer, na gut, der war einfach. Was haben wir hier drin? Das dürfte Sondale sein, richtig? Meine Geduld ist begrenzt. Gut, wir kloppen jetzt erstmal den Rest von diesen komischen Dargod-Anhängern. Und finden nichts hier. Was haben wir hier noch? Es gibt kein Entkommen! Ihr werdet leiden. Oh, wir müssen sie jetzt noch irgendwo hinbringen. Das wäre echt doof. Kann ich euch irgendwie helfen? Bitte lasst uns gemeinsam reisen. Könnt ihr mich nach draußen führen? Ja, folgt mir. Okay, nice. Wenn wir sie nur rausholen müssen, dann ist es ja nicht so das Problem. Hey, lauf mal schneller. Mein Gott, ey. Ich danke euch. Ah. Das reicht schon, super. Ihr passt hier gut hin. Mich habt ihr schon für euch eingenommen. Cool. Nun, das ist mal gute Gesellschaft. Sprecht gute Arbeit, nur. Hier sind 500 Draken für den Vertrag. Was für ein Vertrag? Förderung, immer noch nicht. Befehle. Ich habe einen Auftrag für 2000 Draken zu vergeben an jemanden, der dafür sorgen will, dass der Gerechtigkeit im Hinblick auf Enger Genüge getan wird. Enger ist ein bosmerischer Söldner von Meister Nelod. Einer unserer Klienten wünscht seinen Tod. Enger befindet sich in Telnaga, dem Turm hier in Sadotmora, versucht die anderen Wachen zu umgehen und tötet nur Enger. Wir können keinen weiteren Ärger mit Haus Tevani gebrauchen. Ich werde euch die Hälfte des Kopfgelds geben, wenn ihr euch darum kümmert. Das klingt fair. Okay. Für uns ein ziemlich einfacher Auftrag, denke ich.
Was zur Hölle? Bogentür aus Holz zu wollen, wo immer. Komm ich hier raus? Ja, sehr gut. Hier. Gut. Auf nach Telnaga. Das ist nämlich der Turm hier in der Mitte. Genau. Auf nach Telnaga. Gott, ey, wir springen so hoch und ich will immer springen, wenn ich eine Tür öffnen will. Beeilt euch. So, jetzt muss ich ihn erstmal suchen. Vielleicht können wir nochmal auch ansprechen. Kann ich dich auf NGR ansprechen und dich? Okay, kann ich nicht. Da geht's runter. Und hier haben wir... Hier sind wir jetzt ganz unten bei Sarit Mora, okay. Gut. Hier war nichts. Hier hinten haben wir ein Buch. Zerstörung. Sehr schön. Haben wir einen Seelenstein. Hier haben wir einmal Lexias Erzählung und hier geht's hoch. Unterkünfte. Ja, da können wir ihn doch finden. Oder wir... doch. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ich entbiete euch meine Grüße. Hallo, Faldan. Jo, jetzt haben wir aber ein Problem. Wo ist denn hier... Ach, da geht's noch nach Oberer Turm, okay. Und wo... Nee, das ist falsch. Das muss, hier geht es nach Großer Halle und wo geht es dann nach Oberer Turm? Angeblich hier. Verstehe ich nicht. Mit irgendwas mit levitieren, aber... Ach, da oben können wir hin levitieren. Ich mag die Terbanitim einfach nicht. Ist einfach nicht mein Fall. Ist einfach doof. Ach. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Nicht. So, okay. Nächste Ebene. Telnaga, obere Halle. Schauen wir doch mal rein. Türen der Geister. Biografie. Ich warte. Ach so, da hätten wir eben noch hinkommen können. Okay, das war dumm. Levitation. Nicht genug Magiepunkte. Ey, willst du mich verarschen? Haben wir noch Mana-Tränke? Ist das nervig, ey. Ja, mal wiederherstellen. Oh, die Halle war ziemlich gut sogar, Magie. Ich heiße euch herzlich willkommen. Fasst euch kurz, oder geht.
Jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen. Möge euch jeder Tag warm begrüßen. So. 1000 Drachen fürs Kopfgeld. Hier wohnen die Eiermine Pudai. Niemand weiß genau, wo... Ich glaube, dass sie auf oder in der Nähe der Insel Shirograd nördlich von hier ist. Man sagt, dass dort 7 goldene Eier seien. Wenn ihr Pudai diese Eier finden solltet, bringt sie mir. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr sie nicht finden könnt. Niemand hat sie bisher gefunden, aber es ist der einzige Auftrag, den ich im Moment habe. Okay, ich grüße euch, Freund. Würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall noch, schnell unser Kopfgeld bereinigen. Was wollt ihr? Das können wir nämlich hier drin. In der dreckigen Muriel, da ist ja die Liebesgilde drin. Haben wir ein Kopfgeld? Ne, haben wir nicht. Na gut, aber irgendwie habe ich jetzt auf die Eiermine Pudai jetzt schon wieder was suchen. Nee, keine Lust drauf. Ich würde sagen, beim nächsten Mal suchen wir die Eiermine Pudai und die 7 goldenen Eier. Müssen wir eigentlich schaffen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.